Ruhe ringsum. Wieso eigentlich? Warum brauchen wir das, dass wir uns zusammensetzen und über Probleme, Unruhen sprechen, die im Alltag vielleicht eigentlich so klein und belanglos und nicht so wichtig erscheinen? Ich habe euch, beziehungsweise wir, haben euch dafür ein kleines Bild mitgebracht. Glas Wasser kennen wir alle. Hier in dem Fall noch ein bisschen für euch farblich eingefärbt, damit ihr es besser erkennen könnt. Ein Glas Wasser haben wir eigentlich immer zum Frühstück, irgendwie trinken wir ein Glas Wasser. Aber wir haben uns natürlich nie die Frage gestellt, wie schwer so ein Glas ist. Das wollen wir heute mal genauer anschauen. Möchtest du, damit das besser für unsere Zuschauer zu sehen ist, einfach mal so schön halten? Nun gut, so ein Glas Wasser. Ich frage mal hier in das Publikum, was sich hier in unserem Hightech-Studio zusammengefunden hat, mal ein paar Vermutungen aus dem Publikum. Wie schwer ist so ein Glas Wasser? Einfach reinrufen. Also 300 Gramm. 350 Gramm. Mhm. 200. 500. Boah. Da hinten noch der Herr. Was vermuten Sie? 350. Okay, okay, unterschiedlichst. Findet ihr Gläser schwer? Nee. Eigentlich gar nicht. Gar nicht, ne? Jetzt höre ich, ja, ich habe es nämlich hier schon mitbekommen. Er hast schon ein bisschen schnaufen müssen jetzt gerade. Warum? Ich meine, das Glas ist doch leicht, haben wir gerade festgestellt. Weil es wird schwerer, wenn man weiter so hält. Genau. Das heißt, durch das lange Halten, da wird das Glas schwer. Am Anfang denkt man sich so, oh, ich nehme es und stelle es gleich wieder ab auf den Tisch. Ist nicht schwer. Aber wenn ich das Glas halte und halte und halte, dann wird selbst mir der Arm auf Dauer schwer. Und genauso ist es auch mit unserem Alltag. Da sind manchmal so viele Kleinigkeiten und wir denken so, oh, ist doch nicht so schwer. Aber wie wir jetzt gerade festgestellt haben, wenn wir es halten und halten und uns nie damit auseinandersetzen, dann raubt es uns die Kraft. Und wir wollen ja kraftvoll durchs Leben gehen, in der Oberhand sein, wirklich in dieser Herrlichkeit Gottes einfach leben, die in uns allen angelegt ist. Und deswegen ist Ruhe ringsum super wichtig, um diese kleinen Kraftfresser, die uns immer wieder beschweren und beschweren und beschweren wollen, einfach auch mal wieder abzustellen und zu sagen, okay, diese Unruhe stelle ich ab, das lasse ich sein oder so und so gehe ich es an. Und deswegen lasst uns Ruhe ringsum machen, damit wir wirklich in der Oberhand Siegerseiende durch den Alltag gehen. Ruhe ringsum. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, das Lied von Familie Sasek zum Thema oder auch das Büchlein Ruhe ringsum, was sich noch tiefer mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ich wünsche dir viel inneren Gewinn beim Hören und Lesen. Bis rundum herrscht in Christus unsere Ruhe.